Auch heute möchte ich Sie wieder recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wir werden auch heute wieder, wie gewohnt, ein wenig in die Vergangenheit gehen, eine kurze Wiederholung des letzten Vortrags. Es wird ja gesagt, dass Fleisch das 100% hochwertige Nahrungsmittel ist, weil es alle Aminosäuren enthält. Und wir haben letztes Mal das abgehandelt, dass diese biologische Wertigkeit bei der Kombination von Hülsenfrüchten und Getreidenüssen oder Samen sogar noch hochwertiger ist. Wir sind also nicht darauf angewiesen, aufgrund der Aminosäurenzufuhr hier auf Fleisch auszuweichen, wenn wir eben am Tag irgendwann einmal diese Kombination an Nahrungsmitteln zu uns nehmen. Und dann haben wir eine bessere Nahrung wegen vieler anderer Dinge, die auch im Laufe des Vortrags noch erwähnt werden. Ja, und das Hauptthema letztes Mal war ja die Milch. Ich habe hier ein Werbeplakat der CMA, Milch macht schön. Und wir haben ja letztes Mal uns darüber unterhalten, was uns die Werbung einerseits sagt und was auf der anderen Seite die wissenschaftlichen Daten sind, die dahinter stehen, dass zum Beispiel in diesem Zusammenhang Akne durch Milch gefördert wird und keineswegs gebessert wird. Und viele andere Dinge. Dann haben Sie hoffentlich verstanden, was es mit der Knochendichtemessung auf sich hat, dass diese Untersuchung letztendlich uns gar nicht das Ergebnis liefert, was wir gerne hätten. Denn ein dichter Knochen, so wie man ihn bei der Knochendichtemessung bestimmt, muss nicht unbedingt ein stabiler Knochen sein. Es kommt auf den Werkstoff an, an dem Beispiel von Stahlrohr und Bleistab gut nachzuvollziehen. Und wir haben dann festgestellt, dass das Entscheidende bei der Osteoporose nicht der Mangel an Kalzium ist, sondern ein zu viel an Eiweiß. Und letztendlich im Knochen das Verhältnis von Kalzium zu Phosphor ausschlaggebend ist für die Festigkeit. Und bei Phosphor sollten Sie in Zukunft an diese Cola-Getränke und ähnliche Dinge denken, die eben den Knochen letztendlich kaputt machen. Ich hatte Ihnen ja die Artikel gegeben, 5-fache Knochenbruchrate bei jungen Frauen, wenn sie viel Cola trinken. Das also noch mal kurz zur Erinnerung an den letzten Abend. Und dann zum Schluss haben wir uns die Frage gestellt, warum eigentlich Milch? Milchprodukte bieten keinen Nutzen, der nicht auch durch andere Nahrungsmittel erreicht werden kann. Und die Frage, die müssen Sie sich beantworten, warum verwende ich jetzt weiterhin noch Milch? Warum gehe ich ein Risiko ein? Aus Ernährungssicht ist es auf keinen Fall erforderlich, Milchprodukte zu sich zu nehmen. Und dann kommen wir zu unserem heutigen Thema, Arterienverkalkung und der Rost im Körper. Den Rost habe ich hier mal in Anführungsstriche gesetzt, aber wenn Sie den Vortrag heute mitverfolgen, werden Sie sehen, wie wichtig eigentlich dieses Rosten im Körper eigentlich für alle Stoffwechselvorgänge ist. Es geht heute um Fette und Eiweiß, wie viel darf es sein? Wir werden heute zu Beginn uns mit den Grundlagen wieder beschäftigen. Heute sind, nachdem wir nun die Kohlenhydrate und das Eiweiß hatten, noch die Fette dran. Das Cholesterin, dazu werde ich Ihnen einiges sagen. Und einen wesentlichen Teil des heutigen Abends nimmt die Oxidation ein und die Funktion der Zelle. Das sind einfach Grundlagen, die jetzt in den letzten 15 Jahren erst erarbeitet wurden, erkannt wurden und die uns ganz wichtige Erklärungen liefern für überhaupt alles, was im Körper nicht normal abläuft. Vom Altern bis zu Krebs und bis zum Tod. Alles hat mit diesen Dingen zu tun und da möchte ich Ihnen heute Abend ein paar Dinge näher bringen, dass Sie so die Hintergründe auch verstehen, was es damit auf sich hat. Und als Folge dieser Dinge im Körper beschäftigen wir uns ein wenig mit der Arterienverkalkung und den Folgeerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Darauf werden wir nicht detailliert eingehen, aber das sind ja die Dinge, die entstehen, wenn die Arterien verstopft sind. Die Grundlagen der Ernährung, wir haben also heute die Fette und die Fette haben im Körper eigentlich nur eine einzige Funktion, sie dienen als Energiequellen. Während wir bei den Eiweißen noch viele andere Dinge hatten, bei den Fetten gibt es eigentlich nur den Zweck, den Körper mit ausreichend Energie zu versorgen. Wobei die Fette, wie Sie an dieser Übersicht sehen, nicht die einzigen Nahrungsmittel sind für Energie. Auch die Kohlenhydrate und im Notfall kann auch Eiweiß die Funktion übernehmen. Auch hier eine Einteilung, welche Arten von Fette gibt es. Es gibt einmal die Triglyceride, das sind die sogenannten Neutralfette. Die heißen Neutralfette, weil sie in ihrer Struktur nach außen hin keinen Einfluss haben. Sie sind also in sich neutral, sind nicht irgendwie elektrisch geladen,
Auf diese Dinge elektrischer Ladung kommen wir nachher noch zu sprechen. Und dann gibt es die Fettsäuren. Die Fettsäuren sind ähnlich auch wie bei den Aminosäuren eingeteilt in unterschiedliche Untergruppen. Gesättigte, ungesättigte gibt es da, essentielle. Und dann gibt es noch das Cholesterin, was im Prinzip eigentlich kein reines Fett ist, aber dazu gezählt wird und heute eigentlich ja die Substanz ist, die große Rolle spielt bei vielen Krankheiten. Dieses Cholesterin wird transportiert in HDL- oder LDL-Form. Vereinfacht sagt man, das HDL, das ist das gute Cholesterin, das heißt High-Density-Lipoprotein, also ein Fettstoff mit hoher Dichte. LDL als Gegenteil dazu ist das Low-Density-Lipoprotein. Und diese beiden Stoffe verwendet man heute sehr häufig zur Diagnose, um zu sehen, wie sieht es mit meinem Fettstoffwechsel aus. Das HDL ist das gute Cholesterin, das sollte so hoch wie möglich sein. Und das LDL ist das böse Cholesterin, das versucht man möglichst deutlich zu senken. Vor allem bei Patienten, die schon mal irgendein Ereignis wie Herzinfarkt oder so hatten, achtet man sehr darauf, dass dieses LDL-Cholesterin möglichst niedrig ist. Und wie wir das erreichen können, da gibt es wie immer verschiedene Ansätze, die wir heute betrachten wollen. Gehen wir kurz erstmal zu diesen Neutralfetten, den Triglyceriden. Diese Triglyceride sind gebildet aus drei verschiedenen Ketten hier, aus Kohlenstoffketten und mit Glycerin werden diese drei verbunden. Das ist im Moment und für den heutigen Vortrag nicht so wichtig zu wissen, nur zur Vollständigkeit halber ihr erwähnt. Kommen wir dann zu den Fettsäuren. Da wird es dann schon wichtiger, die Unterschiede zu erkennen. Es gibt einmal die sogenannten gesättigten Fettsäuren und die unterscheiden sich von den einfach ungesättigten und den mehrfach ungesättigten Fettsäuren durch diese doppelten Striche, die hier eingezeichnet sind. Das sind sogenannte Doppelbindungen. Da sind zwei Kohlenstoffatome, C ist ein Kohlenstoffatom, doppelt miteinander verbunden. Und was das für Bedeutung hat, das sehen Sie einmal an der Beschaffenheit. Die gesättigten Fettsäuren sind fest, also zum Beispiel streichbar wie Butter, Margarine, wären jetzt Beispiele. Und die ungesättigten Fettsäuren, je mehr Doppelbindungen vorhanden sind, desto flüssiger werden sie. Das wären also zum Beispiel dann die Öle. Das ergibt sich aus der Struktur dieser einzelnen Stoffe. Bei den gesättigten Fetten liegen die einzelnen Moleküle so schön in Reih und Glied nebeneinander, während bei den ungesättigten hier so Knick drin sind. Und diese Knicke führen dazu, dass das Molekül also eher unstrukturierter aussieht. Diese Knicke haben aber einen deutlichen Nachteil. Sie machen dieses Molekül auch angriffslustiger für irgendwelche Stoffe, die dieses Molekül schädigen. Und deswegen sind diese ungesättigten Fette auch nicht so stabil im Stoffwechsel. Sie werden eher angegriffen, können eher zerlegt werden. Wozu das führt, dazu nachher noch mehr. Wenn wir jetzt mal in die Natur gehen, wo kommen diese Fettsäuren vor? Wir haben also einmal als gesättigte Fettsäuren zum Beispiel die Palmitin und die Stearinsäure. Die finden wir in der Natur hauptsächlich in den tierischen Produkten. Tierische Produkte haben also weitestgehend gesättigte Fettsäuren. Und analog ist es dann bei den einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren so, dass die in der Natur in der Pflanzenwelt vorkommen. Und das ist ihnen auch geläufig. Butter ist fest. Öle sind flüssig, als einfaches Beispiel. Man kann natürlich nun aus pflanzlichen Ölen auch eine feste Margarine machen, die ist ja dann auch streichfähig. Aber das ist dann durch chemische Vorgänge, das liegt nicht in der Natur der dort verwendeten Fettsäuren. Das wird einfach entsprechend dann aufbereitet, damit das Ganze nicht mehr zerfließt. Die mediterrane Ernährung, also das, was ja auch bei uns hier für gesund erachtet wird, ist eine Ernährung, die deswegen so positiv ist, weil sie sehr viel einfach ungesättigte Fettsäuren oder abgekürzt EUF hat. Und wenn Sie mal die Nahrungsmittel dieser Ernährung anschauen, dann sehen Sie hier, dieses Graue ist jeweils der Balken für die einfach ungesättigten Fettsäuren. Sie haben also in diesen Stoffen, das sind Mandeln, Nüsse, Pistazien, bis zu Olivenöl, Canolaöl, auch in Avocados, auch in Erdnüssen, das ist ja eine Hülsenfrucht, haben Sie sehr viel einfach ungesättigte Fettsäuren. Und die Ernährungsphysiologie sagt, einfach ungesättigte Fettsäuren sollten möglichst in hohem Anteil in der Nahrung sein. Das sind mit die gesundesten. Und die mehrfach ungesättigten brauchen wir auch. Da sind einige spezielle. Die sind auch gesund. Die gesättigten Fette sollte man in möglichst geringer Menge zu sich nehmen, weil die die schädlichsten Auswirkungen haben.
Jetzt haben wir hier mal so einige Nahrungsmittel aufgeführt und mit dieser Übersicht möchte ich jetzt auf den nächsten Stoff kommen, auf das Cholesterin. Und wenn Sie mal diese Tabelle links anschauen, da haben Sie so grob die Ernährung, die Cholesteringehalte verschiedener Nahrungsmittel bezogen jeweils auf 100 Gramm essbare Menge. Und da wird Ihnen auffallen, wenn Sie mal so die extrem hohen Zahlen nehmen, im Trockenei oder auch im rohen Eigelb ist ein sehr hoher Cholesteringehalt im Hirn. Hier vom Lamm und auch von anderen Tieren gibt es sehr viel Cholesterin. Und wenn Sie das mal durchschauen, das sind weitestgehend oder eigentlich nur tierische Produkte. Cholesterin kommt nur in den tierischen Produkten vor. Und wenn hier mal als Beispiel die Sojamilch angeführt ist, dann nur um zu zeigen, da gibt es eben kein Cholesterin. Pflanzliche Nahrungsmittel haben kein Cholesterin. Und das ist ganz wichtig, denn es wird immer wieder gesagt, wenn etwas Fett ist, dann ist da Cholesterin drin. Das gilt nicht für pflanzliche Mittel, das gilt nur für die tierischen Mittel. Pflanzliche Nahrungsmittel, auch die fettreichen, wie hier die Avocado oder Kokosnuss, enthalten praktisch kein Cholesterin. Also wenn Sie ein Problem mit Cholesterin haben, wäre das schon ganz einfach durch die vegetarische Ernährung zu lösen. Es ist jetzt 2 Jahre her oder 3 Jahre her, da wurde dieses Buch veröffentlicht und ich bekam das in die Hand und habe mich erstmal über den Titel gewundert und dann in diesem Buch mal ein wenig geblättert. Und da wurde etwas gesagt, was mich sehr zum Nachdenken brachte. Es gibt in allen Studien keine eindeutigen Hinweise, dass die alleinige Cholesterinsenkung einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder die Todesrate ausübt. Wenn Sie heute so in der Allgemeinliteratur schauen, heißt es überall, wenn ich mein Cholesterin senke, dann bekomme ich weniger Herzinfarkt, dann bekomme ich weniger Schlaganfall, dann lebe ich länger. Wo kommt dieses Mythos Cholesterin her? Ist es so oder ist es nicht so? Und wenn man jetzt in diesem Buch, und das ist geschrieben von einem schwedischen Wissenschaftler und in Deutschland von dem Udo Pollmer, der Ihnen vielleicht bekannt ist als sehr kritischer Mensch, was Ernährungsfragen anbetrifft, redigiert worden. Wenn man also in diesem Buch ein bisschen blättert, und dann habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, nur mal das Nachwort rauszusuchen, das ist dieser Verfasser, dieser schwedische Wissenschaftler, der hier sagt, nach einem Vortrag fragte mich eine Journalistin, wie sie sicher sein könne, dass meine Informationen nicht genauso einseitig seien wie die der Cholesterinkampagne. Zuerst wusste ich nicht, was ich sagen sollte, aber dann fiel mir die Antwort ein. Sie konnte sich dessen nicht sicher sein. Jeder muss aktiv nach der Wahrheit suchen. Wenn man etwas wissen will, muss man sich alle Umstände selbst ansehen, alle Argumente selbst anhören und dann selbst entscheiden, welche Antwort die wahrscheinlichste ist. Überlässt man diese Arbeit einer Autorität, kann man leicht in die Irre geführt werden. Das ist auch die Antwort auf die Frage, warum sogar ehrbare Wissenschaftler vom rechten Weg abgekommen sind. Und es ist die Antwort für alle diejenigen, die sich nach der Lektüre dieses Buches die gleiche Frage stellen. Ich habe Ihnen am ersten Abend hier erzählt, dass es ganz wichtig ist, dass Sie selber nachdenken, dass Sie selber Schlüsse ziehen. Ich will Ihnen hier genauso wenig wie dieser Wissenschaftler irgendetwas eintrichtern. Sie müssen sich selbst Gedanken machen. Ich gebe Ihnen lediglich einige Dinge an die Hand, einige Fakten, Pro und Contra, wie wir es ja schon ein paar Mal hatten, und Sie entscheiden, was richtig ist. Und ich hoffe, dass Sie auch heute Abend dann zu diesem Mythos Cholesterin Stellung beziehen können. Die Milliardenpille, so stand es in dem Technology Review im Oktober 2004, erfolgreiche Marketingstrategien, eindrucksvolle Studienergebnisse und Konsumentenerziehung machen Cholesterinsenker zum erfolgreichsten Pharmaprodukt aller Zeiten. Und darunter, was ich da angekreuzt habe, noch unterstrichen habe, die kommerziell erfolgreichste Wirkstoffklasse aller Zeiten. Und ich lese mal den Abschnitt danach noch, weil er ein bisschen eine Erklärung gibt für die Situation auch auf dem deutschen Markt. Als weltweit erstes Präparat nahm Pfizer, das Marktführer Sortis, im letzten Jahr, also im Jahr 2003, die 10 Milliarden Dollar Hürde, das Fünffache des Umsatzes, den der Konzern mit seinem Potenzmittel Viagra schafft. Platz 2 der Medikamentenliste hält Merck mit dem Konkurrenzprodukt Zocor, ebenfalls ein Cholesterinsenker. Alle Statine zusammen generieren weltweit einen jährlichen Umsatz von 26 Milliarden Dollar. Und wenn wir uns die deutschen Statistiken anschauen, ich habe jetzt die aktuelle nachher da, dieses Mittel war bis zum letzten Jahr das Mittel, was
mehr als 30% des Pharmaumsatzes in Deutschland gemacht hat. Also diese Gruppe, diese Cholesterinsenker. Und wenn hier ein Technology Review, eine Zeitschrift, die eigentlich mit Medizin nicht zu viel am Hut hat, das kritisch bemerkt, sollte man zum Nachdenken kommen. Es geht hier noch weiter in diesem Artikel. Es ist eine der erfolgreichsten Marketingstrategien. Und jetzt kommt die Frage, hat sie Wirksamkeit der Statine überhaupt etwas mit Cholesterin zu tun? Also das, was in diesem eben vorgestellten Buch in Frage gestellt wird und verneint wird, wird auch hier von diesen Marketinganalysten in kritische Frage gefasst. Haben die Statine überhaupt etwas damit zu tun, beziehungsweise hat das Cholesterin überhaupt eine Auswirkung? Und jetzt kommt hier von diesen Autoren eine ganz interessante Erklärung. Verfasst wurden die Leitlinien, also die Leitlinien, wie man sein Cholesterin behandeln soll, von einem Gremium aus 9 Experten, von denen 8 auf der Gehaltsliste führender Statinhersteller stehen. Da braucht man auch nicht mehr zu sagen. Das ist also jetzt mal eine betriebswirtschaftliche Beleuchtung des Problems Cholesterin. Und ich habe mir letzte Woche von einem Pharmareferenten dieser Firma Pfizer, vielleicht für Sie interessant, Pfizer ist ja ein Ur-Ludwigsburger Unternehmen, wurde ja hier in der Stadt gegründet, ist inzwischen aber mit seiner Zentrale in Amerika einer der weltweit führenden Pharmakonzerne. Die Lipidsenker haben im vergangenen Jahr, also von September 4 bis August 5, eine Einbuße von 10,9% am Umsatz gehabt. Aber nicht, weil weniger verordnet wurden, sondern weil die Firma Pfizer ihr Präparat von dem hohen Preis nicht aufgrund deutscher Bestimmungen abgesenkt hat und dadurch wir als Ärzte diese Medikamente ersetzt haben durch sogenannte Generika, durch Billigpräparate. Allein dieses Ersetzen hat hier eine Einsparung in Millionenhöhe gebracht. Und das Mittel war tatsächlich auch in Deutschland, bevor diese Absenkung kam, bei 1 Milliarde Mark. Und jetzt muss man sich fragen, wer steckt dahinter, warum wird das gemacht, ja? Was ist denn an dieser Sache dran mit dem Cholesterin? Haben die Autoren des Buches recht? Hat die Pharmaindustrie recht? Wo sind hier wirklich die Hintergründe? Ich will aber jetzt nicht sagen, Cholesterin sei etwas völlig Unnötiges oder Schädliches. Im Gegenteil. Das Cholesterin ist ein ganz wichtiger Baustoff im Körper. Und das Cholesterin oder im englischen Sprachgebrauch Cholesterol hat sich auch verdeutscht bei uns inzwischen teilweise durchgesetzt. Ich nenne es aber weiterhin hier in meinem Vortrag Cholesterin. Das Cholesterin ist also von zentraler Bedeutung zum Beispiel für die Produktion von Gallensäuren. Gallensäuren sind wichtig für die Verdauung im Magen. Das Cholesterin ist wichtig für die Bildung des Vitamin Ds. Das wird über Sonneneinstrahlung in der Haut aus dem Cholesterin praktisch gebildet. Und es gibt auch ganz andere wichtige Dinge, zum Beispiel die Kortikoide, also Cortison, Aldosteron, werden auch aus diesem Cholesterin gebildet und nicht zuletzt auch die Geschlechtshormone. Also Cholesterin spielt eine ganz wichtige Rolle im Körper und weil es so eine wichtige Rolle spielt, kann es der Körper auch selber herstellen. Wenn wir Cholesterin über die Nahrung zu uns nehmen, dann ist es meist das, was zu viel ist für den Körper. Der Körper kann seinen Bedarf auch ohne Cholesterin in der Nahrung ausreichend decken. Es ist also ein wesentlicher Bestandteil von Zellmembranen und Ausgangsprodukt für Gallensäuren und Steroidhormone, das sind diese Cortison-Dinge. Und es ist nicht essentiell, es kann in der Haut, in der Leber, im Darm selbst vom Körper hergestellt werden, und zwar in ausreichender Menge. Wenn man aber jetzt über die Nahrung noch Cholesterin zuführt, sollte das normalerweise die eigene Produktion beeinflussen. Und da gibt es also einige Untersuchungen und ein Problem. Normalerweise, links jetzt eingerahmt, haben wir das Normale, was in einem menschlichen Körper vor sich geht. Wir haben also 110 Milligramm Cholesterin zum Beispiel mit der Ernährung und 840 haben wir selber. Dann haben wir hier also einen Plasmaspiegel vom Cholesterin von 210 Milligramm. Wenn wir jetzt in unserer Diät zu viel Cholesterin zu uns nehmen, also zum Beispiel statt diesen 200 jetzt 800 Milligramm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehöre zu den sogenannten Kompensatoren und ich kann meine Eigensynthese herunterfahren von den 840 auf 510. Ich habe zwar dann immer noch mehr, aber im Plasma letztendlich ist das, was kursiert, was also mit dem Blut fließt, ausreichend niedrig.
Jetzt gibt es aber, und das sind ungefähr 20-25% der Bevölkerung, jetzt gibt es aber die sogenannten Nicht-Kompensatoren, die können das nicht. Wenn die Cholesterin zu sich nehmen, ja, dann wird der Gesamtgehalt des Cholesterins deutlich höher, weil die Eigenproduktion nicht runterfährt. Und dann haben wir im Plasma erhöhte Spiegel. Und das ist das Problem. Und ich erlebe das oft, dass ein Ehepaar, die das gleiche essen, zu mir kommen. Die einen haben hohe Werte, die anderen haben niedere Werte. Oder der eine, der andere. Und dann ist natürlich der, der den hohen Wert hat, sucht Ausreden und sagt, das kann doch gar nicht sein. Es kann eben sein, wenn man eben zu diesen Nicht-Kompensatoren gehört, dann hat man, ich sag's mal so, Pech gehabt. Und es ist leider bis heute noch nicht möglich zu unterscheiden durch irgendwelche Untersuchungen, wer zu der einen oder anderen Gruppe gehört. Das ist, sag ich mal, einfach jetzt so das Schicksal. Im Moment muss man sich mit dem noch abfinden. Der, der eben nicht kompensiert, muss eben seine Ernährung entsprechend cholesterinärmer gestalten. Wenn es also nicht das Cholesterin ist, müssen wir uns fragen, wo liegt jetzt der Schlüssel für die Problematik der Arterienverkalkung? Wenn es nicht das Cholesterin ist, welche Faktoren spielen dann eine Rolle? Und jetzt wollen wir ein wenig wieder in theoretische Dinge gehen und dazu müssen wir eins verstehen, Oxidation. Ich frage Sie mal, wer weiß von Ihnen einen Vorgang aus der Natur, wo Oxidation eine Rolle spielt? Wem sagt der Begriff etwas? Wenn es rostet, genau, das ist mal das Gängigste, was jeder weiß, Eisen setzt Rost an durch eben Sauerstoff, genau, dann gibt es einen Oxidationsprozess und das Eisen bildet sich um und es bildet sich dieser Rost, ein Eisenoxid. Was gibt es noch aus der Nahrungsmittelbranche, aus dem Ernährungsbereich, gibt es da auch Oxidation? Genau. Das Braunwerden zum Beispiel von angeschnittenem Obst oder wenn Sie vorhin diese Avocado da nehmen, die wird auch, wenn Sie die einen halben Tag liegen lassen, ganz braun. Das sind sogenannte Oxidationsvorgänge. Es beruht darauf, dass der Sauerstoff sehr leicht mit anderen Stoffen reagiert. Diesen Vorgang nennt man Oxidation. Und handelt es sich um Lebensmittel, wird bei diesem Vorgang Energie freigesetzt, die alle Körperzellen benötigen, um am Leben zu bleiben. Das ist also die positive Seite. Wir brauchen Sauerstoff in unserem Körper, damit unsere Zellen versorgt werden mit Energie. Aber es gibt auch eine negative Seite, nämlich diese Sauerstoffreaktionen im Körper führen auch zu der Bildung von sogenannten freien Radikalen. Das ist keine politische Gruppierung, das ist einfach ein Fachbegriff für Stoffe, die eben radikal sind, weil ihnen etwas fehlt oder weil sie aggressiv arbeiten. Und dann gibt es als Gegenpol die Antioxidantien, die diesen Prozess der Radikalbildung verlangsamen oder unterbrechen können. Und diese beiden Dinge, auf der einen Seite freie Radikale, die aggressive Stoffe sein können, die aber normal im Stoffwechsel vorkommen, und dagegen die Antioxidantien. Die freien Radikalen gehören zum Leben dazu und wir verbrauchen jeden Tag ca. 3,5 Kilogramm Sauerstoff. 2,8% davon wird nicht vollständig abgebaut und bildet freie Radikale. Einige Kilogramm Peroxide, das sind also oxidierte Fette, wenn Fett mit Sauerstoff in Berührung kommt, produziert unser Körper jedes Jahr. Und ich möchte Ihnen jetzt mal kurz an ein paar kleinen Beispielen zeigen, warum das so ist und was da so vor sich geht. Das ist jetzt eine einfache Animation. Wir haben hier rot einen Zellkern und grau, das sind die Elektronen. Und das sind immer zwei Elektronen, die parallel um einen Zellkern kreisen. Und das kann sein, dass der Zellkern auch Neutronen enthält. Es kann auch sein, dass mehrere Elektronenkreise sind. Wichtig ist, bei einem ausgeglichenen Molekül, was keine chemische Wirkung nach außen hat, sind die Elektronen immer gepaart. Und jetzt gibt es auch den Fall, dass ein Elektron fehlt, dass also nur ein Elektron um einen Zellkern kreist. Das nennt man dann ein ungepaartes Elektron oder wenn es in mehreren solchen Kreisen ist, sind es ungepaarte Elektronen. Und wir haben zum Beispiel im ganz normalen Wasser immer einen ständigen Vorgang, dass ein Wassermolekül ein H-Atom abgibt an ein anderes und dann wird das eine negativ, das andere positiv geladen. Nach außen ist das Wasser neutral, aber innerhalb des Wassers sind hier zwischen diesen Atomen verschiedene Vorgänge am Laufen und diesen Vorgang nennt man jetzt die sogenannte Protolyse. Das ist jetzt nur eine kleine Animation, um zu zeigen, dass im Körper hier ein ständiges Hin und Her ist. Und das ist ein Vorgang, der normal überhaupt keine Probleme macht.
Hier haben wir nochmal das Beispiel dieser freien Radikale. Links sehen Sie ein stabiles Atom, da sind alle Elektronen gepaart, also in jedem dieser Orbiter um den Kern herum kreisen immer zwei Elektronen. Das ist also ein Atom, was in sich geschlossen ist, auch nach außen keine elektrische Ladung abgibt oder nachweisen lässt. Während wir auf der anderen Seite hier einen dieser Kreise haben mit einem ungepaarten Elektron. Das ist also ein instabiles Atom. Dieses Atom hier, dieses Molekül sucht auf jeden Fall irgendwo jetzt ein Elektron, um auch hier wieder einen Ausgleich zu schaffen. Und solch eine Substanz nennt man ein freies Radikal. Das sind also Moleküle, denen ein Atom irgendwo in diesen Kreisen um die Kerne herum fehlt. Freie Radikale sind also instabile und hochreaktive Moleküle mit ungepaarten Elektronen. Hochreaktiv deswegen, weil die immer auf der Suche nach einem Elektron sind und jede Substanz irgendwo, die sie nur erreichen können, da versuchen sie sich das Elektron zu stehlen. Und um diesen Verlust auszugleichen, wird das also von anderen Molekülen dann genommen. Und die Produktion freier Radikale ist, wie gesagt, ein ganz normaler Vorgang in der Zellfunktion. Sie sind zur Bekämpfung von Viren und Bakterien erforderlich. Sie sorgen für die Kommunikation der Zellen untereinander. Auch hier gefährlich wird es erst, wenn eine übermäßige Produktion freier Radikale erfolgt. Und das spielt bei vielen Krankheiten eine Rolle. Und es führt letztendlich, wenn es zu sehr überhand nimmt, zum Absterben der Zelle und dann als letzte Konsequenz auch zum Tod. Also hochreaktive Moleküle, wichtig für die Bekämpfung von Viren, Bakterien. Erst die übermäßige Produktion kann zum Beispiel zur Bildung von Krebszellen führen. Wenn wir also jetzt hier diese freien Radikale im Körper haben, dann werden die in verschiedenen Formen vorkommen. Es ist immer hier eine Substanz, wo ein Elektron irgendwie fehlt. Das ist hier das sogenannte Hydroxylradikal. Wir wollen das nicht zu sehr im Einzelnen vertiefen. Das kann zum Beispiel die Fette im Körper aggressiv machen, oxidieren. Es kann die Erbsubstanz verändern oder es kann auch die Eiweißstoffe im Körper schädigen. Egal, welche Vorgänge hier stattfinden, immer wenn ein freies Radikal nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, führt es zu einem Schaden an irgendeiner Stelle im Körper. Und ich möchte Ihnen jetzt mal hier anhand der Zelle, eines Aufbaus einer Zelle, zeigen, was hier in einem Mitochondrium zum Beispiel oder in einer Zelle vor sich geht. Die Zelle ist so aufgebaut, dass sie einmal einen Zellkern hat, eine Membran hat, das ist die Verbindung zur Außenwelt, und sie hat das sogenannte Mitochondrium. Das Mitochondrium ist ein Baustein innerhalb einer Zelle, der dazu führt, dass die Stoffwechselvorgänge überhaupt richtig ablaufen. Also der Aufbau der Zelle, der Zellkern und dieses Mitochondrium. Eine Zelle kann einige hundert bis mehr als 1000 dieser Mitochondrien haben. Wofür sind diese Mitochondrien da? Hier haben wir eine elektronenmikroskopische Aufnahme, diese sogenannten Kraftwerke der Zelle sind das. Das sind diese Mitochondrien, die in der Zelle für Energie sorgen. Energie, die die Zelle braucht, um zu überleben, um sich fortzupflanzen oder um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Eine Muskelzelle zum Beispiel muss dafür sorgen, dass der Muskel sich zusammenzieht, dass man sich bewegen kann. Und die Energie für diese Muskeln wiederum, die werden in diesen Mitochondrien gebildet. Und es sind 90-95% der Zellenergie, die dort für den Stoffwechsel der Zelle erforderlich sind. Die Größe dieser Mitochondrien sind so ungefähr 2-10 Mikrometer, also ungefähr in der Größe eines Bakteriums. Und wie gesagt, es können davon ganz viele in einer Zelle selbst vorhanden sein. Es ist ein Bestandteil einer Zelle. Und wenn Sie mal die hier so anschauen, Sie sehen hier alles so kleine Kanäle, ja. Und die sind verbunden, es ist eine sogenannte Doppelmembran, es gibt einen äußeren Ring und dann einen inneren Ring mit Kanälen. Das sehen wir jetzt hier nochmal an dieser Abbildung. Und in diesem Innenring, da sind ganz viele solche Kristalle, solche Kanäle, damit die Fläche, wo ein Stoffwechselaustausch stattfinden kann, möglichst groß ist. Die
Mitochondrien haben also einmal hier innen die innere Membran und diese Stoffwechselvorgänge, die hier abspielen, aber sie haben auch eine äußere Membran. Und in dieser äußeren Membran sind kleine Poren und durch diese Poren kann zum Beispiel der Sauerstoff oder können freie Radikale oder können irgendwelche Stoffe im Körper, Eiweißstoffe, in die Zelle hinein und dort eben entsprechend verarbeitet werden. Und eine normale, gesunde Zelle hat also eine gewisse Anzahl intakter Poren, wo die Stoffwechselvorgänge ablaufen. Man kann sich das Mitochondrium auch wie so eine Art Umspannwerk vorstellen. Es geht auf der einen Seite der Sauerstoff rein und am Ende kommt die Energie für die Zelle raus. Und ich habe das jetzt mal so überlegt, wie kann man das klar machen? Der Sauerstoff oder diese Stoffe sind ja sehr aggressiv. Und wenn man die direkt in die Zelle geben würde, würden sie die Zelle zerstören. Und jetzt habe ich mir überlegt, das ist doch so ähnlich wie beim Umspannwerk. Wenn Sie die Hochspannung aus den Leitungen direkt in den Haushalt nehmen, fliegt Ihnen alles in die Luft. Und deswegen wird in der Zelle in einzelnen sogenannten Proteinuntereinheiten diese Spannung hier oder dieses Aggressive des Sauerstoffs langsam heruntertransformiert, bis es für die Zelle verwertbar ist. Das ist nachher wichtig, wenn hier eine Störung ist, was da passiert. Also Sauerstoff rein, der wird runterverarbeitet und hier kommt ATP, das ist eine chemische Substanz, Adenosintriphosphat, die die Zelle für ihre Arbeit braucht. Und wenn ein Mitochondrium also intakt ist, dann kommt hier der Sauerstoff rein und hinten kommt die Energie raus in einer Form, wie sie die Zelle verarbeiten kann. Also die normale Funktion der Zelle, Sauerstoff geht hinein in das Mitochondrium und die Energie kommt raus. Aber bei diesem Vorgang passiert noch etwas, bei diesem Vorgang gibt es auch Abfallprodukte. Eines dieser Abfallprodukte ist Wasser. Wasser ist kein Problem, kann die Zelle über die Blutbahn wieder entsorgen. Aber dann gibt es noch diese ROS. Und diese ROS, reaktive Sauerstoffverbindung oder eben freien Radikale, fallen in einer gewissen Menge an innerhalb einer normalen Zelle, wie wir gehört haben. Die braucht die Zelle auch zum Beispiel, um eben Bakterien oder Viren zu bekämpfen. Und im Normalfall wird das, was an ROS an diesen Radikalen ist, durch sogenannte Antioxidantien, das können verschiedene Stoffe sein, hier Superoxiddismutase oder hier Vitamin E, werden die neutralisiert und es herrscht innerhalb der Zelle danach ein relatives Gleichgewicht. Es ist nicht zu viel von diesen reaktiven Substanzen, es ist auch nicht zu wenig. Was passiert aber jetzt, also die Zellmoleküle sind geschützt. Was passiert aber jetzt zum Beispiel beim Prozess der Alterung? Ich möchte mal das Altern als ersten Schritt nehmen, die Krankheit wäre der nächste oder der Zelltod. Die Mitochondrien erzeugen nicht nur weniger von diesem Treibstoff, von diesem ATP, wenn es ums Altern geht, sie erhöhen auch die Produktion reaktiver Sauerstoffverbindungen als Nebenprodukte dieses Stoffwechsels in dem alternden Gewebe von Menschen und Tieren. Die Aktivität der frei radikalfangenden Enzyme ändert sich beim Altern. Oberhalb des Grenzwertes, also wenn es nicht mehr in der Zelle zu einem Abfangen dieser freien Radikale kommen kann, weil es zu viel sind, oberhalb dieses Grenzwertes können die reaktiven Sauerstoffverbindungen ein weites Spektrum an oxidativen Schäden an den verschiedenen Zellgeweben bewirken, der letztendlich dann bis zum Zelltod führt. Und dazu möchte ich Ihnen hier eine kleine, ja, es ist weniger eine Animation als mehr, die einzelnen Stoffwechselwege mal aufzeigen, damit Sie verstehen, was eigentlich da im Körper vor sich geht. Wir haben also hier einerseits mal diese Radikale, diese freien Radikale, die reaktiven Sauerstoffverbindungen, und die führen zu einem sogenannten oxidativen Stress. Also da ist einfach zu viel Aggressivität in diesen Stoffen. Die wirken jetzt in der Zelle Stress auslösen. Und irgendwo am Ende führt dieser Vorgang zum Altern und zu den Krankheiten, die eben uns irgendwann dann mal auch zum Tode bringen. Wenn wir also in der Zelle jetzt vermehrt Alterungsvorgänge haben oder die Zelle älter wird, dann wird in diesem Mitochondrium die Erbsubstanz verändert, weil zu viel reaktive Sauerstoffverbindungen sind, die wiederum das Mitochondrium selber schädigen. Und diese Veränderung der Erbsubstanz innerhalb des Mitochondriums führt dazu, dass das Mitochondrium nach und nach altert
Und der Schaden, der an dieser Erbsubstanz der DNA und an anderen Bestandteilen durch diesen oxidativen Stress und freie Radikale ausgeübt wird, führt tatsächlich, wie man in vielen Studien neuerdings nachgewiesen hat, dann zum Altern. Wir haben also die Umwelteinflüsse, den Stress. Und jetzt gibt es also einen oxidativen Schaden an den Proteinen und an den Lipiden. Ich habe Ihnen vorhin kurz gesagt, die Zellmembran, das, was ein Mitochondrium umschließt, hat Poren. Und diese Poren sind dazu da, dass nicht alle Stoffe von außen in die Zelle reinkommen. Die sind eine Art Schutz. Wenn eine Zelle altert und diese Poren, das sind Membranen, die werden hauptsächlich aus Fetten gebildet, dann wird diese Pore größer bzw. die Membran wird undicht und es kann mehr Schaden auf das Mitochondrium einwirken. Das führt also dazu, dass der Elektronentransport, dieses Umspannwerk, was ich Ihnen gezeigt habe, defekt wird. Es ist nicht mehr so Stufe bei Stufe von hoch nach niedrig, sondern hier gibt es Defekte. Es kommt, ich sage es mal wieder mit meinem Umspannwert, hohe Spannung plötzlich aus dem Mitochondrium raus, weil die Membran nicht ganz dicht ist. Das wiederum führt dazu, dass eben ein Energiedefizit ist. Normal soll die Zelle ATP produzieren und dann schön brav sein, aber in dem Fall, wenn das defekt ist, dann kommt weniger Energie raus und es kommen mehr reaktive Sauerstoffsubstanzen raus. Und das ist eine Art Teufelskreis. Je mehr von diesen Defekten auftreten, desto mehr reaktive Sauerstoffsubstanzen sind wieder gebildet. Und das heißt, je älter eine Zelle wird, desto schlimmer wird dieser Vorgang und das führt dann irgendwann mal zur Zellfehlfunktion oder zum Zelltod. Und das ist das, was beim Altern in der Zelle eine Rolle spielt. Wobei in jedem Organ jetzt unterschiedliche Zellen sind, die auch unterschiedliche lange Lebensdauer haben. Normalerweise lebt beim Menschen ein Mitochondrium 22 Stunden. Dann wird es erneuert. Und wie wird ein Mitochondrium erneuert? Das ist ein einfacher Vorgang. Wenn der gestört wird, also wenn dieser oxidative Stress auch an der Erbsubstanz des Mitochondriums wirkt, normal kann man das reparieren, aber bei alternden Zellen klappt das nicht mehr, dann werden die mutiert. Das ist sowas, was wir heute ja versuchen mit der Genmutation, wo wir bewusst versuchen, Erbsubstanz zu verändern. Während beim Mitochondrium ist das nicht gut, wenn das MT heißt mitochondriale DNA-Erbsubstanz, wenn die mutiert wird, führt das dazu, dass sie nicht mehr genau die gleichen Zellen bildet, also dass aus gesunden Zellen ehemals immer mehr fehlfunktionierende, kranke Zellen werden. Und diese Untereinheiten, die diesen Sauerstoff langsam Aggressivität nehmen sollen, werden immer weniger funktionsfähig und es gibt immer mehr Probleme und alles das führt dann eben wieder in diesen Kreislauf hinein. Das ist also ein Vorgang, den man neuerdings entdeckt hat, dass diese Mitochondrien geschädigt werden durch die freien Radikale, durch die reaktiven Sauerstoffverbindungen, dass das die Erbsubstanz, die Weiterpflanzung in den Mitochondrien stört und dass es mit zunehmendem Alter immer mehr defekte Mitochondrien gibt und dann immer mehr Krankheit, immer mehr Abnahme der normalen Funktion. Man hat das bei Muskelzellen zum Beispiel gemessen, dass bei 69-Jährigen im Schnitt nur noch 50% der Leistungsfähigkeit in den Mitochondrien ist wie bei einem 39-Jährigen. Und das ist ein ganz normaler Alterungsvorgang. Und wenn das nicht so wäre, würden wir ja auch nie sterben. Irgendwas muss ja im Körper ablaufen, dass das Lebensalter abnimmt bzw. das Leben zu Ende geht. Und das lässt sich auf dieser mitochondrialen Ebene in diesen Energiedepots der Zelle relativ gut nachweisen. Dann gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, ein zweiter Weg. Es kann zu Verschiebungen der Reduktions- und Oxidationsvorgänge in der Zelle führen. Das macht dann wiederum andere Dinge. Apoptose ist ein sogenannter programmierter Zelltod. Also neben diesem Energiedefizit gibt es eben auch diesen Vorgang, dass die Zelle langsam aber sicher sich in den Tod begibt, dass sie sich nicht mehr sauber fortpflanzt und irgendwann gar nicht mehr fortpflanzt. Und alle diese Vorgänge führen letztendlich dazu, dass wir altern und dass wir krank werden, weil eben auf dieser Ebene der Mitochondrien alles gestört wird. Und ich habe jetzt hier mal so eine kleine Animation heute noch runtergeladen, die so ein bisschen zeigen soll, wenn eine Zelle sich also fortpflanzt, ein Mitochondrium zum Beispiel, dann wird die Erbsubstanz verdoppelt und die teilt sich dann, diese verdoppelte Erbsubstanz, und dann bilden sich aus einer Zelle zwei Zellen. Und genau in diesem
Schritt, wenn sich die Erbsubstanz verdoppelt und die Zelle teilt, da wird durch die Mutation der Gene eine falsche Substanz geteilt, also die Chromosomen sind verändert und das führt dazu, dass eben die Zellen nicht mehr sauber dupliziert werden. Es gibt eben fehlerhafte Zellen, die sich aus einer ehemals intakten Zelle entwickeln und das Ganze schaukelt sich auf. Je älter wir werden, desto mehr Fehler sind schon in den vorhandenen Zellen und desto mehr Fehler werden dann auch weitergegeben. Das hat man heute relativ gut erforscht und damit hat man eigentlich die Erklärung fürs Altern. Nur, wie man das verhindern kann, das ist eine andere Sache. Nicht? Das wird uns wahrscheinlich nicht gelingen, das ganz zu verhindern. Aber wir können hier durch entsprechende Maßnahmen natürlich schauen, dass wir diesen Prozess irgendwo in den Griff bekommen. Hier ist das nochmal dargestellt anhand einer Abbildung. Also wir haben hier die Zelle und hier sind die Chromosomen und irgendwann verdoppeln die sich und dann teilt sich die Zelle und wir haben zwei identische Zellen. Aus einer Zelle werden zwei. Und so pflanzt sich also auf niederster Ebene der Mensch und überhaupt die Lebewesen, auch die Pflanzenwelt fort. Die Mitose ist ein Vorgang, der also auch in ähnlicher Form in der Pflanzenwelt stattfindet. Wie gesagt, circa 22 Stunden beim Menschen dauert es, bis sich dieser Zyklus wiederholt. Er läuft in drei Phasen ab und da gibt es auch eine Ruhephase und in der Ruhephase macht die Zelle halt ihre Aufgabe. Holt sie eben vom Sauerstoff die Energie für die Zelle und dann gibt es eben Phasen, wo diese Mitochondrien sich eben dann fortpflanzen. Das also hier nochmal die Übersicht, wie das Ganze abläuft. Und was passiert jetzt, wenn eine Zelle entartet oder wenn die Zelle abstirbt? Wenn wir diese reaktiven Sauerstoffverbindungen erhöhen, weil die Zelle immer weniger richtig funktioniert, führt das dazu, dass erst einmal die Mitochondrien ein Problem bekommen. Die Mitochondrien sind wesentlich empfindlicher für diese reaktiven Sauerstoffverbindungen als der eigentliche Zellkern. Denn wenn der Zellkern geschädigt wird, dann ist die ganze Zelle hin. Ja, dann wird eben das zum Beispiel entstehen, was wir Krebs nennen. Wenn die Erbsubstanz an der Zelle verändert wird, dann wird diese Zelle entweder absterben oder entarten. Und die Mitochondrien haben Erbsubstanz, die 20-mal empfindlicher reagiert als die der normalen Zelle. Also erst beginnt dieser Prozess an den Mitochondrien und wenn die es nicht mehr schaffen, das Ganze in den Griff zu bekommen, dann stirbt die Zelle als Ganzes ab. Erst entartet sie, dann stirbt sie ab. Und Ursache sind immer wieder diese reaktiven Sauerstoffverbindungen, die freien Radikale. Das ist jetzt hier zum Beispiel mal, ich will da nicht zu sehr auf eingehen, Sie wissen vielleicht, dass unsere Erbsubstanz so eine Doppelhelix ist, so zwei lange Proteinketten, die sich duplizieren und wenn durch irgendeinen Schaden, durch ein freies Radikal hier eine Kette gebrochen wird, kommt nicht mehr das Gleiche raus, wie anfänglich drinnen war. Und das ist eben dann das ganz Gefährliche, das Schlimmste, was einer Zelle passieren kann. Sie stirbt ab und die Erbsubstanz ist vernichtet. Und das ist das, was in der Zelle auch sich abspielt. Aber es gibt zum Glück eine Möglichkeit, dieses Problem aufzuhalten. Und das steht darin, dass man mit Antioxidantien versucht, diese freien Radikale abzufangen. Und das ist bis zu einem gewissen Grad möglich. Die Antioxidantien können nämlich diese reaktiven Sauerstoffverbindungen, diese freien Radikale neutralisieren. Jetzt ist beim Alterungsprozess das Problem aber, dass nicht nur die Mitochondrien mehr von dem ROS bilden, sondern dass auch die Antioxidantien nicht mehr so wirken wie in jungen Jahren. Also es gehen beide Vorgänge hier parallel, sowohl die Bildung schädlicher Substanzen wie das Binden dieser Substanzen, beides verändert sich. Und wir können also zusammenfassend sagen, diese freien Radikale bewirken einen oxidativen Stress und das führt letztendlich zu vorzeitiger Alterung oder im Normalfall zur Alterung. Man kann das Ganze beschleunigen, wie wir gleich sehen. Es führt zu Entzündungen, die Zellen arbeiten nicht mehr richtig. Es führt dann auch irgendwann zu Entartung, zu Krebs. Man weiß, dass bei den Leberkrankheiten, Lebererkrankungen werden durch solche Vorgänge hervorgerufen und die Arteriosklerose wird durch sowas hervorgerufen. Das Cholesterin spielt bei dieser ganzen Sache erstmal überhaupt keine Rolle. Und ganz interessant, da werden wir nächstes Mal drüber reden, auch der Diabetes ist ein Vorgang, der durch ein Überangebot freier Radikale letztendlich bewirkt wird. Sowohl der Ererbte, den die Säuglinge, die Kinder schon bekommen, als auch der Erworbene, der Altersdiabetes. Dazu nächstes Mal mehr.
Also, man kann jetzt diesen Angriff der freien Radikale mit Antioxidantien oder auch Radikalfänger genannt abwehren. Und die physiologische Rolle dieser Antioxidantien besteht, wie der Name eben sagt, darin, dass dieser oxidative Stress der Zelle durch diese Stoffe verringert wird oder ganz vermieden wird. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir dieses Beispiel nochmal von den freien Radikalen über verschiedene aggressive Stoffe bis zu dem Zellschaden. Jetzt kann man zum Beispiel schauen, dass man hier irgendwo diese aggressiven Stoffe irgendwo bindet durch antioxidative Enzyme. Das passiert zum Beispiel zum Teil in der Zelle. Dann kann man schauen, dass man diese Übergangsmetalle, die diesen Vorgang beschleunigen, irgendwie verringert. Auch dann hat man Möglichkeit, dass nicht ganz so viel gefährliche Substanz gebildet wird. Dann gibt es Antioxidantien, die die Radikale direkt abfangen und gar nicht erst in den nächsten Schritt überführen. Diese werden dann also dabei aufgebraucht. Und dann gibt es noch die nächste Stufe. Da gibt es also zwei verschiedene. Es gibt fettlösliche und es gibt wasserlösliche. Und die bekanntesten für Sie sind das Tocopherol, das sind die Vitamin E, Ascorbinsäure, Vitamin C. Das sind also Stoffe, die, wenn sie in entsprechender Form in der Ernährung und dann in den Körper gelangen, verhindern, dass diese freien Radikale zu viel Schaden anrichten. Und dann gibt es auch teilweise noch Reparaturmechanismen in der Zelle selbst, die auch in Anfangsstadien die Zelle vor dem Absterben oder vor Veränderung schützen können. Die Fette spielen in unserem Körper, das ist ja heute mit das Thema, eine entscheidende Rolle. Unser Körper enthält Lipide oder Fette. Und entgegen populärer Mythen kommt den Fetten vitale Funktionen zu. Wenn wir die Zellmembranen betrachten, das habe ich Ihnen gerade gesagt, da sind Fette drin, und zwar mehrfach ungesättigte Fettsäuren sitzen in diesen Membranen. Wenn die geschädigt werden, wird die Membran undicht und das nimmt seinen Lauf mit der Entartung einer Zelle. Für eine einwandfreie Funktion müssen diese Membranen flüssig sein und so weiter. Und das geschieht, wie gerade gesagt, mit diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und wenn die durch freie Radikale angegriffen werden, dann gibt es sogenannte Peroxidradikale. Und diese Peroxidradikale sind ganz gefährliche Radikale. Die greifen wiederum andere Fettsäuren an. Es gibt eine Kettenreaktion und das ganze Fettmaterial kann dadurch zerstört werden, was wieder verheerende Auswirkungen hat. Wenn das einmal im Gang ist, dieser Prozess, und nicht gestoppt wird, geht die Zelle meist dann zugrunde. Und die greifen eben nicht nur in der Membran selber ihre Kollegen da an, die könnten auch die Eiweiße, die Erbsubstanz und so weiter angreifen. Und jetzt hat man also zum Beispiel das Vitamin E hier im Kreislauf. Das Vitamin E ist also in der Lage, so ein Fettradikal zu binden. Ich will das hier nur ganz kurz machen. Also wenn hier so ein Radikal ist, dann wird das irgendwann mal durch Sauerstoff zu einem Peroxidradikal von Fett, also Lipidperoxidradikal. Und jetzt kommt hier Vitamin E und Vitamin E neutralisiert das. Das Radikal ist unschädlich gemacht, aber das Vitamin E ist jetzt selber radikal geworden. Das heißt, jetzt ist ein aggressives Vitamin E im Körper, aber das Fett ist neutralisiert. Und jetzt, ich zeige Ihnen das nur, um eigentlich zu zeigen, warum es heute so viele Stoffe gibt, die angeboten werden als Antioxidantien. Um ein Vitamin E wieder zu recyceln, braucht man einmal Vitamin C und Coenzym Q10. Und Sie haben vielleicht diese Stoffe alle schon gehört. Das sind alle Stoffe, die in diesem Prozess des antioxidativen Geschehens im Körper verwendet werden. Es wird also aus einem Vitamin E-Radikal wieder ein normales Vitamin E und das kann dann wieder die Fettradikale neutralisieren. Und so geht das halt laufend im Körper vor sich. Entscheidend für Krankheit ist, ob hier ein Übermaß ist und diese Vorgänge aus dem Gleichgewicht geraten. Also Vitamin E ist so ein ganz bekanntes Antioxidant, Vitamin C. Und was hier in den Klammern steht, Sie kennen vielleicht die Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln, die ja deklariert werden müssen, diese E-Nummern. Also wenn Sie diese E-Nummern haben, das sind recht harmlose Dinge. Das sind natürliche Stoffe weitestgehend. Die werden zwar auch chemisch hergestellt, aber die bringen keinen großen Schaden. Wenn Sie also da genau wissen wollen, was alles drin ist, müssten Sie sich mal so eine Tabelle besorgen. Da können Sie dann im Einzelnen nachlesen. Dann gibt es ein ganz bekanntes Antioxidant, das ist das Beta-Carotin. Und es war passend zu meinem Vortrag, dass letzte Woche T-Online hier etwas veröffentlicht hat,
Was Beta-Carotin anbetrifft, eigentlich eine ganz alte Erkenntnis, aber hier wurde das konkretisiert. Vitamine kann man nicht genug zu sich nehmen, denken Sie falsch gedacht. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt vor sogenannten ACE-Getränken. Das sind Getränke, die Vitamine A, C und E enthalten, also diese sogenannten Antioxidantien und bestimmten Multivitaminsäften. Bei Rauchern und Herz-Kreislauf-Patienten sei schon ein Glas gesundheitsschädlich, warnen die Experten. Von 61 Drinks enthielten 55 isoliert zugefügtes Beta-Carotin. Das Beta-Carotin ist ein Provitamin A, deswegen ACE. Ja? Also das Vitamin A wird nicht als reines Vitamin A zugesetzt, sondern in Form von Beta-Carotin. Und das ist eine Vorstufe des Vitamin A's. Dieser Stoff gefährdet die Gesundheit, heißt es hier. Studien zeigen, dass durch diesen Zusatz bei starken Rauchern die Lungenkrebsrate ansteigt und bei bereits bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Zahl der Todesfälle zunimmt. Das sind also Nahrungsmittel, die Sie ganz normal kaufen können und man denkt, die sind sogar besonders gesund, da sind ja Vitamine drin. Also auch hier schon mal Vorsicht angebracht. Interessant ist dann das, was das Bundesinstitut für Risikobewertung zu diesem Thema gesagt hat, letztes Jahr schon. Da gibt es eine dicke Studie, die zu den ganzen Zusatzstoffen in Nahrungsmitteln Stellung bezieht. Alle bisherigen Studien deuten darauf hin, dass allein die Zufuhr isolierten Beta-Carotins mit negativen Wirkungen verbunden ist, nicht jedoch die Aufnahme von Beta-Carotin über die normale Nahrung. Also wenn Sie Ihre Karotten essen, können Sie so viel essen, wie Sie wollen, passiert nichts. Da ist auch Beta-Carotin drin, aber in natürlicher Form. Wenn Sie aber das künstlich zugesetzte Beta-Carotin aus der Ernährung nehmen, haben Sie Probleme. Und das beruht auf zwei Studien, die schon viele, viele Jahre alt sind. Da hat man nämlich festgestellt, wenn man Rauchern Beta-Carotin gibt in der Ernährung, ist die Lungenkrebsrate schon nach einem Jahr um 20% und mehr erhöht. Und deswegen war die Zugabe von Beta-Carotin eigentlich nicht mehr zulässig. Dass es in den heutigen modernen Multivitaminsäften oder ACE-Säften wiederverwendet wird, kann ich nicht zu sagen, warum das trotzdem passiert. Denn diese Studien, das sind zwei unabhängige Studien, die zum gleichen Ergebnis kommen, sind schon viele, viele Jahre alt. Dann hat man untersucht, ob es einen Unterschied gibt, wenn man die Antioxidantien, also die Vitamine A, C, E in Form von Obst den Patienten gibt. Und da hat man festgestellt, also dass die Wirkung verschiedener Antioxidantien und von Obst auf das Auftreten von Herz-Kranzgefäßen untersucht. Alle Antioxidantien und Obst senken den Fettperoxidspiegel, also diese freien Radikale und die Oxidationsfähigkeit. Also man kann mit diesen Antioxidantien auch, wie dies Obst selber, eine gute Wirkung erzielen. Obst jedoch stellte die beste Wahl dar, weil es auch das Fettprofil günstig beeinflusste. Also hier ist noch mehr Wirkung im natürlichen Obst als in den isoliert gegebenen Vitaminen. Das ist jetzt mal unabhängig von dieser Beta-Carotin-Wirkung. Also auch diese Studie, und das ist nur eine von vielen, beweisen immer wieder, dass normal Ernährte, das, was wir essen, was in der Natur wächst, lässt sich durch keinen künstlichen Stoff irgendwie ersetzen. Der Vollständigkeit halber ein paar weitere Antioxidantien. Und wenn Sie da so Stoffe finden, hier wie Nelken, Zimt, Majoran, Ingwer. Ich habe mich mal gewundert, warum in irgendwelchen Stoffen, also Nahrungsmitteln, diese Dinge drin sind. Die haben lediglich den Zweck, antioxidativ zu wirken, dass eben diese Nahrungsmittel nicht anlaufen oder nicht so schnell ranzig werden oder was auch immer. Rosmarin, Salbei zum Beispiel. Das sind natürliche Antioxidantien, die auch in vielen Nahrungsmitteln dabei sind. Die hier genannten, diese E301 und 320, sind sehr gefährlich. Die sollte man möglichst nicht zu sich nehmen. Eine Studie, die sehr aufschlussreich war, weil sie mal nicht von Medizinern geschrieben wurde, die sich mit Patienten beschäftigen, sondern also mit Lebenden, sondern von den Pathologen im Journal of Clinical Pathology 2001. Und dort hat man in dieser Studie mal alle Arbeiten gesichtet und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Zwischen den unterschiedlichen Antioxidantien besteht ein komplexes Wechselspiel, was eine Vorhersage der Wirkung im Körper schwierig macht. Insofern ist die Frage nach dem wichtigsten Antioxidans bedeutungslos. Die Antwort hängt von den Umständen ab, die zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Umgebung herrschen und von der Natur des oxidativen Schadens, der sich ereignet hat. Will also sagen, es ist heute noch nicht möglich, alle Vorgänge, die ja in
unheimlich kurzer Zeit im Körper ablaufen, so zu analysieren, dass man gleich sagen kann, dass das passiert. Es ist so komplex und das wiederum macht die natürliche Ernährung so wichtig. Auch die Komplexität der natürlichen Nahrung ist ganz wichtig für den Körper, weil der Körper darauf eingestellt ist. Wenn ich ein Stück Obst analysiere und alle Bestandteile zusammenpacke und das dem Menschen gebe, ist eine völlig andere Wirkung, als wenn ich es in seinem originalen Zustand lasse. Und das ist das, was immer wieder herauskommt, gerade an diesem Beispiel jetzt Beta-Carotin. Natürlicher Rostschutz ist also das, was wir an natürlicher Nahrung zu uns nehmen können. Jetzt gibt es für die Bildung freier Radikale aber nicht nur Probleme, die die Ernährung anbetreffen. Ich möchte auch der Vollständigkeit halber und um Sie da ein bisschen zum Nachdenken zu bringen, die Dinge noch erwähnen, die auch dazu gehören. Es gibt auch sogenannte Exogene, also Ursachen, die von außen noch auf den Körper kommen, also nicht in den Körper herein direkt. Da ist zum Beispiel eine intensive Sonneneinstrahlung. Die führt dazu, dass freie Radikale in der Haut gebildet werden, die die Haut wiederum auf Dauer schädigen. Da ist die Umweltverschmutzung. Feinstaubbelastung ist ja jetzt ein Begriff, den alle schon gehört haben. Auch darüber, also über die Atemwege, kommen Stoffe in den Körper, die zu diesem Prozess der Oxidation und der Bildung freier Radikale führen. Ganz wichtig der Zigarettenkonsum. Da komme ich gleich noch drauf an einem Beispiel. Verschiedene Medikamente wirken auch über diese Schiene der Oxidation. Übermäßiger Stress ist auch schädlich und starke körperliche Belastung, Betonung auf stark. Wenn ich es also übertreibe, die Woche nichts tue und dann plötzlich meine, in einer Stunde müsse ich alles nachholen, das ist auch nicht so günstig, was die Belastung des Körpers anbetrifft. Es ist also nicht nur die Ernährung, es ist alles, was im Körper zu freien Radikalen führen kann, und das sind gerade noch diese Dinge. Ein Zug aus einer Zigarette enthält 10 hoch 15 freie Radikale. Eine Zahl, die nicht vorstellbar ist, und die führt eben dann zu entsprechenden Wirkungen. Wenn man 10 Minuten Zigaretten raucht, erniedrigt sich die Sauerstoffversorgung des Körpers und der Haut beinahe eine Stunde lang. Nikotin verengt die Blutgefäße, hindert dadurch das Blut daran, in die Kapillaren der oberen Hautschichten zu strömen. Woran sieht man es nach einigen Jahren Rauchens am ehesten, ob jemand ein Raucher ist oder nicht? An der Haut. Und in der Haut passiert genau das, was wir gerade gesagt haben. Die Synthese des Kollagens wird verlangsamt. Kollagen ist ein Bindegewebsprotein in der Unterhaut und die Struktur ist für die Gesichtszüge und die Elastizität verantwortlich. Die freien Radikale dringen weiterhin in die Haut ein und zerstören auf Dauer diese Kollagenstruktur. Und diese Vorgänge sind wie beschrieben, Zellvorgänge, die Zelle stirbt irgendwann ab. Die dauernde Veränderung der Kollagenstruktur sorgt frühzeitig für Falten, Zelltod und Hautalterung. UV-Licht beim Sonnenbaden sorgt ebenfalls für die Entstehung freier Radikale. Die Gesichtsfalten 40- bis 50-jähriger Raucher ähneln denen 60-jähriger Nichtraucher. Ja, diese Prozesse haben genau die gleiche Ursache, wie wir sie vorhin besprochen haben. Es wird in diesem Falle über Stoffe von außen, über die Beistoffe des Tabakrauchs oder eben über UV-Licht auch Prozesse in der Haut in Gang gesetzt, die zu einem vorzeitigen Altern der Haut führen, damit zum Absterben gewisser Zellschichten. Und die Reaktion der Haut ist, dass eben die früher elastische, hier relativ dicke Haut immer dünner und hier auch runzeliger wird. Ein ganz normaler Vorgang, Alterungsprozess in diesem Fall in den Hautzellen. Ja, und wir hatten ja heute eigentlich das Thema Arteriosklerose. Und bei diesem Thema hat es nämlich auch letztendlich die gleiche Ursache. Die Arteriosklerose ist ein Beispiel für einen Vorgang, bei dem oxidativer Stress eine entscheidende Rolle spielt. Hypercholesterinämie ist allgemein als Hauptrisikofaktor für Arteriosklerose akzeptiert. Die oxidative Veränderung von LDL, also diesem sogenannten schlechten Cholesterin, ist der entscheidende Schritt bei der Entwicklung arteriosklerotischer Ablagerung. Oxidation von LDL geschieht durch freie Radikale dort, wo Antioxidantien erschöpft sind. Also der Vorgang des Veränderns der Gefäßinnenwände, dies, was wir als Arteriosklerose oder Gefäßverkalkung bezeichnen, hat genau die gleiche Ursache. Hier ist zu viel Oxidation am Werke, verändert diese LDL-Partikel und die wiederum führen dazu, dass die Gefäße verkalken.
Was können wir also tun? Welche Behandlungsmethoden? Wie kann man vorbeugen? Das ergibt sich fast schon von alleine. Schauen wir uns die Todesursachenstatistik an. Hier ist das Jahr 2000, hat sich nicht wesentlich verändert. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowohl bei Männern wie bei Frauen, mehr als die Hälfte aller Todesursachen. Deutlich mehr als bei Krebs oder bei sonstigen Erkrankungen. Es ist immer noch Todesursache Nummer eins in den westlichen Ländern. Und deswegen ist es auch so wichtig zu sehen, was man da tun kann. Das ist so ein kleiner Clip von einer Pharmafirma, die Cholesterinsenker herstellt, passenderweise, der uns ein wenig zeigen soll, was in den Gefäßen vor sich geht. Wir haben also hier die Gefäßinnenwand und in diesem Gefäßlumen, da kursieren ganz verschiedene Stoffe. Da sind unsere roten Blutkörperchen, unsere weißen Blutkörperchen und da sind auch LDL-Partikel, also Lipoproteine, diese, die wir als negativ, als schlecht, als böse bezeichnen. Und diese Stoffe können in die Gefäßwand eindringen, werden in dieser Zelle oxidiert und dann geschieht das, was wir hier als oxidiertes LDL bezeichnen, und das ist mit die gefährlichste Substanz im Körper. Dieses oxidierte LDL lockt dann sogenannte Makrophagen an. Makrophagen sind Killerzellen und diese Killerzellen binden dann dieses oxidierte LDL, sie fangen es weg und dann bildet sich eine sogenannte Schaumzelle, in denen dieses oxidierte LDL quasi begraben ist. Und wenn der Prozess weiterschreitet, platzt das irgendwann mal auf und die Folge ist dann, dass unsere Gefäße dicht machen. Wo eben an der Gefäßwand sich die Verengungen immer weiter fortbilden und dann dazu führen, dass es irgendwann mal keinen Durchfluss mehr gibt. In der Gefäßwand sitzen auch verschiedene Zellen, die diese Gefäßwand elastisch halten, die die Gefäßwand schützen, die auch den Sauerstoff aus den Blutzellen nehmen und Stoffwechsel dieser Zellen bewirken. Und in diesem Gefäßlumen, das ist hier das Gelbe, da kursieren ganz verschiedene Stoffe. Und da sind auch LDL-Partikel, also Lipoproteine, diese, die wir als negativ, als schlecht, als böse bezeichnen. Und diese Stoffe können in die Gefäßwand eindringen, werden oxidiert und dann geschieht das, was wir hier als oxidiertes LDL bezeichnen, und das ist mit die gefährlichste Substanz im Körper. Oxidiertes LDL ist ein ganz gefährliches Radikal, was dann zu Veränderungen führt. Dieses oxidierte LDL lockt dann sogenannte Makrophagen an. Makrophagen sind Killerzellen und diese Killerzellen binden dann dieses oxidierte LDL, sie fangen es weg und dann bildet sich eine sogenannte Schaumzelle, in denen dieses oxidierte LDL quasi begraben ist. Und das geht jeden Tag und in jedem Körper vor sich, das fängt schon in früher Kindheit an, dieser Prozess. Es ist auch hier wieder eine Frage, wie viele LDL-Moleküle sind vorhanden, die eben hier in der Zellwand sich verändern. Und irgendwann, wenn dieses LDL zu groß geworden ist, immer mehr Makrophagen mit abgestorbenen LDL-Molekülen sind, bildet sich hier so ein Berg. Das heißt, das Gefäß verengt sich und wenn der Prozess weiterschreitet, platzt das irgendwann mal auf und die Folge ist dann, dass unsere Gefäße dicht machen. Also ein Herzinfarkt ist ein akutes Ereignis oder ein Hirnschlag, wo eben an der Gefäßwand sich die Verengungen immer weiter fortbilden und dann dazu führen, dass es irgendwann mal keinen Durchfluss mehr gibt für das Blut und dann stirbt das nachgeordnete Gewebe ab, beim Herzinfarkt eben der Herzmuskel. Jetzt gibt es eine Methode mit 1 mm großen Sonden per Ultraschall zu schauen, wie sieht es in den Gefäßen aus. Und da hat man also festgestellt, dass diese Arteriosklerose-Häufigkeit schon in jungen Jahren auftritt. Unter 25 haben schon 25% der Bevölkerung Arteriosklerose. Über 40 Jahre sind es 70%. Und ich zeige Ihnen hier mal noch ein paar Zahlen. Das hat man jetzt also bei zum Beispiel Verkehrstoten, die man aus jungen Jahren hatte, hat man mal die Hauptschlagader untersucht und die Koronargefäße, die Herzkranzgefäße und hat also festgestellt, es ist ein deutlicher altersgemäßer Anstieg der Verkalkung innerhalb der Gefäße. Und wenn man mit diesem Ultraschall, das ist also hier diese kleine Ultraschallsonde,
Und das, was gelb eingezeichnet sind, das sind Verkalkungen in den Gefäßwänden. Und schon bei einem 17-jährigen Jungen ist hier deutlich eine Ablagerung zu erkennen. Bei dieser 33-jährigen Frau ist ja schon mehr die Hälfte des Gefäßlumens hier verkalkt. Und wenn dieser Prozess immer weiter fortschreitet, ist irgendwann keine Durchblutung mehr da und das Gewebe bekommt Probleme. Das, was bei uns heute noch gang und gäbe ist, ist die sogenannte Koronarangiographie, eine Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel. Das Kontrastmittel wird in die Arterie, in der Leiste gespritzt, wird von da dann in das Herz transportiert und dort kann man es dann nachweisen. Und hier haben Sie also mal so ein Beispiel eines Verengungsprozesses. Hier kam das Blut an und dann ist hier eine ganz enge Stelle, wo das Blut aber immer noch durchfließt, weil man kann das Kontrastmittel danach auch noch nachweisen. Und was man heute macht, sind zum Beispiel Verfahren, dass man Stent einsetzt oder dass man das weitet. Und dann kann man also unter Umständen schon erreichen, dass sich die Durchblutung wie hier wiederherstellt. Also das ist das Typische. Und wenn das hier ganz dicht macht, dann haben wir hier unseren Herzinfarkt. Was führt alles nun dazu, dass es zu einer koronaren Herzkrankheit, KHK ist die koronare Herzkrankheit, also die Verkalkung unserer Herzkranzgefäße. Was führt dazu, dass es dazu kommt? Das ist einmal ein zu hohes LDL, das ist ein Ernährungsfaktor. Das ist das Zigarettenrauchen, das ist deutliches Übergewicht, Bewegungsmangel, Bluthochdruck und die Zuckerkrankheit. Wobei das Dinge sind, wie man es vor ein paar Jahren gesagt hat, wir werden nächstes Mal sehen, dass die Ursachen dieser Erkrankung hier, Zuckerkrankheit, blutdeutliches Übergewicht, auch in diesem Mechanismus der freien Radikale, Überangebot und so weiter bestehen. Das sind Krankheiten, die gleiche Ursache haben. Sie sind aber oft miteinander anzutreffen, nämlich bei der KHK findet man oft auch andere Krankheiten, weil eben die Ursache gleich ist. Es wirkt sich nur auf verschiedene Weise aus. Und jetzt hat man schon vor einigen Jahren Versuche gemacht, hat geschaut, wie sieht das aus, wenn ich diese Fette mit Sauerstoff in Verbindung bringe. Und dann hat man also oxidiertes Cholesterin an Affen und Kaninchen verfüttert und hat festgestellt, nach 24 Stunden hatten die dramatische Gefäßschäden. Dieser Prozess, den wir gesehen haben, fand sofort statt. Die Gefäße wurden von diesem oxidierten Cholesterin angegriffen, das war dieses oxidierte LDL, und haben sich sofort verändert innerhalb kürzester Zeit. Dann ist man dabei gegangen und hat diesen Tieren reines, nicht oxidiertes Cholesterin gegeben und hat festgestellt, das Cholesterin macht gar keine Schäden. Und hier liegt die Lösung unserer Frage. Es ist nicht das Cholesterin selber, was den Schaden macht, sondern es ist das, was als Oxidation mit dem Cholesterin passiert ist. Ich mache das gerade zu Ende, dann sei noch ein bisschen was dazu. Tierisches Protein ohne Cholesterin erzeugte auch Arteriosklerose. Das heißt, wenn wir also eine zu sehr eiweißreiche, und das bezieht sich hier auf Tiereiweiß, eine zu sehr tiereiweißreiche Ernährung hatten, haben wir genau den gleichen Effekt gehabt wie bei oxidiertem Cholesterin. Und das zeigt eigentlich schon, es kann das Cholesterin alleine gar nicht sein, wenn das Protein das auch macht. Das sind Untersuchungen von meinem Freund Walter Veit, die er gemacht hat. Er hat also hier Kaninchen gefüttert, einmal mit Soja oder mit Milchpulver, hat dann den Cholesterinwert bestimmt, der war fast doppelt so hoch bei Milchpulver wie bei Soja. Wenn man dann unterschieden hat, das schlechte Cholesterin war bei Soja deutlich geringer, hier war der Faktor 2,5 bei Milchpulver. Und umgekehrt, das gute Cholesterin war bei Soja höher als bei Milchpulver. Dazu noch zu sagen, Soja und Milch, da geht es nicht um den Cholesteringehalt. Hier ist ja gar kein Cholesterin, das ist pflanzliches Eiweiß und tierisches Eiweiß. Also das Protein ohne Cholesterin erzeugt da auch diese hohen Werte. Entscheidend ist das Verhältnis von guten zu schlechten Cholesterin oder dieser entsprechenden Aminosäuren. Und jetzt kommt das, was eigentlich noch in den letzten Vortrag gehört, den aber wieder so ein bisschen auffrischt. Der höchste Anteil oxidiertes Cholesterin befindet sich in Milchprodukten. Warum? Was passiert mit der Milch, wenn sie aus dem Euter kommt, bis sie zu Ihnen in den Magen kommt? Die oxidiert. Also, wenn Sie schon Milch trinken, gehen Sie auf die Wiese oder einen Stall an den Euter direkt und dann haben Sie kein Problem. Dann ist der Oxidationsprozess verhindert. Das lässt sich nur leider nicht real durchführen. Aber das wäre eine Lösung des Problems.
Wenn Sie zum Beispiel Käse kaufen, reiben Sie den Käse, wenn es dann schon sein muss, erst zu Hause. Denn wenn Sie geriebenen Käse kaufen, hat er ja durch seine große Oberfläche schon viel mehr Sauerstoff aufgenommen und wird viel gefährlicher. Das sind einfach nur so ein paar Dinge. Je länger ein Produkt, in diesem Fall die Milch, mit dem Sauerstoff der Luft zusammen ist, desto weiter ist dieser Oxidationsprozess fortgeschritten und desto gefährlicher wird es. Das oxidierte LDL, das oxidierte schlechte Cholesterin in der Milch, ist mit die aggressiveste Substanz, die wir haben für diese Prozesse. Klar. Wenn Sie natürlich jetzt den Oxidationsprozess verhindern wollen, dann nehmen Sie frische Milch. Da haben Sie aber die anderen Risiken wieder dabei, logischerweise. Ja? Aber ich habe ja nicht gesagt, dass Sie überhaupt Milch trinken sollen. Ich wollte Ihnen nur versuchen, eine Lösung zu zeigen, eine theoretische. Ja? Oxidation muss vermieden werden. Und wenn Sie Nahrungsmittel haben, die schon lange liegen, werden die natürlich nicht besser, weil sie, wenn sie nicht gut verschlossen sind, eben immer mit dem Sauerstoff der Luft reagieren. Das ist ein Zitat aus unserer Gesundheitsreform. Ich hatte Ihnen am ersten Abend ja schon gesagt, dass wir zu der Zeit Mitte 18. Jahrhundert, als unsere Kirche gegründet wurde, verschiedene gute Ratschläge hatten. Und da fand sich damals schon dieser Ratschlag, dass man Süßspeisen und Puddings, in denen Milch, Eier und Zucker die Hauptbestandteile darstellen, möglichst nicht nehmen sollte. Was ist in Zucker? Zucker enthält sehr viel Sauerstoff. Und der Sauerstoff des Zuckers reagiert mit den Stoffen aus Milch und Eiern. Mit dem Cholesterin. Eier, haben wir gesagt, hat sehr viel Cholesterin. Milch hat Fette. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Wir waren damals drei begeisterte Chemiker, die ihre Begeisterung aber dann in der Kreation neuer Sprengstoffe auslebten. Und einer von uns dreien, er ist jetzt approbierter Apotheker in Berlin, hat also in dieser Richtung weitergemacht, der hat eine ganz tolle Sprengstoffmischung entdeckt aus drei Stoffen. Und zum Sprengstoff gehört ja immer ein Stoff, der Sauerstoff liefert, damit das richtig Bumm macht. Und er hat mit ganz normalem Tafelzucker als Sauerstoffspender diesen Sprengstoff gemacht. Das war ein super Sprengstoff, ganz billig. Ja, Zucker kriegen Sie überall. Man hätte auch Kaliumchlorat oder sowas nehmen können, das wäre deutlich teurer geworden. Da musste ich dran denken, als ich diese Zitate las. Also Zucker ist eine ganz gefährliche Substanz, weil sie durch den hohen Sauerstoffanteil diese Oxidationsprozesse weiter fördert. Und das wurde damals schon bemängelt, dass man da aufpassen soll, gerade die Kombination von Milch und Zucker. Zusammenfassend belegen viele Beweise die günstigen Auswirkungen von Omega-3-Fettsäuren, antioxidativen Vitaminen, Folsäuren, L-Arginin auf die Endothelfunktion. Endothel, das ist die Innenwand der Gefäße, da wo diese Verkalkung stattfinden. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind vielfältig und komplex. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichender Zufuhr dieser Nährstoffe wirkt sich günstig auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere chronische Krankheiten aus. Also, wenn Sie dieses verhindern wollen, wenn Sie das eindämmen wollen, wenn Sie es verzögern wollen, achten Sie darauf, dass in Ihrer Ernährung eben die Dinge sind, die antioxidativ wirken und nicht gerade die Dinge, die diese Oxidationsprozesse noch fördern. Wie alt unsere Gefäße sind, ist eine Frage des Lebensstils. Ich bringe jetzt mal so ein paar Zitate. Der Endothelschutz mittels Bewegung und richtiger Ernährung. Was das Altern und die Atherosklerose betrifft, steht das Endothel mit Sicherheit das wichtigste Organ im menschlichen Organismus dar. Also aufpassen, was dieses Endothel, diese Innenwand unserer Gefäße schädigt. Gesünder essen schützt Herz und Gefäße. Auch reine Kalorienreduktion moduliert die Lipide. Das ist interessant und da werde ich im letzten Vortrag noch, was das Gehirn anbetrifft, darauf eingehen. Allein weniger Essen führt dazu, dass der oxidative Stress deutlich reduziert wird. Wenn wir zu viel essen, erhöhen wir überproportional den oxidativen Stress und damit kommen alle diese Folgekrankheiten, die nicht sein müssten. Also gemäßigtes Essen führt dazu, dass der Stoffwechsel einigermaßen im Griff ist und dass wir letztendlich länger leben. Man sagt ja so, der hat sich zu Tode gefressen, ja. Und es gibt Untersuchungen, ich zeichne das in den nächsten Vorträgen, an Mäusen. Die Mäuse, die eine gemäßigte Kost hatten, also wo die Kalorien eingeteilt wurden, haben doppelt so lange gelebt wie die Mäuse, die alles essen durften, was es gab.
Das kardiovaskuläre Risiko entsteht nach dem Essen. Man sollte also, und das steht hier auch, die Blutzucker- und Triglyceridwerte, das ist eben aber auch eine Frage dessen, was wir essen. Wir haben das ja bei unserem Kohlenhydraten gehört. Man soll eben darauf achten, dass man eben nicht zu süß ist, dass nicht ein zu starker Zuckeranstieg ist. Das werden wir auch beim nächsten Vortrag noch etwas näher hier betrachten. Das Risiko für die koronare Herzkrankheit ist erhöht, wenn wir tierisches Eisen zu uns nehmen. Tierisches Eisen vermehrt den oxidativen Stress. Die Hypothese wurde bestätigt, dass hohe Zufuhr von Hämeisen, also das ist das tierische Eisen, durch die Nahrung das Risiko für koronare Herzkrankheit steigert. Und Sie kennen ja meine Bosheit, immer das Gegenteil dazu zu bringen inzwischen. Fleisch wird als die wichtigste Eisenquelle angesehen. Und da haben wir wieder zwei Aussagen, die sich total widersprechen. Wie sieht es aus? Brauchen wir Fleisch, um Eisen zu bekommen? Ich habe von den gleichen Verfassern eine Werbeschrift in der Hand gehabt und da wurde gesagt, wenn ein Kind abgestillt wird, ein Säugling, so nach 6 Monaten, dann muss er unbedingt Fleisch essen, denn er braucht das Eisen, sonst würde er einen Hirnschaden bekommen. Das war nicht genauso gesagt, wie ich es zitiert habe, aber das wurde bei mir geweckt als Assoziation von 3 hintereinander geschickt formulierten Sätzen. Wenn du abstillst, gib Eisen in Form von Fleisch, sonst hat der Säugling Probleme. Und wenn das eine Mutter liest, wird sie wohl kaum sagen, ich lasse das lieber sein. Fleisch brauchen wir nicht, auch nicht als Eisenquelle. Im Gegenteil, es bewirkt auch ein erhöhtes Bilden freier Radikale im Körper. Die rheumatoide Arthritis, was wir so allgemein als Gelenkrheuma bezeichnen, wenn man das hat, hat man ein vierfach höheres Risiko für diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genauso ist es bei Arteriosklerose und Diabetes 2. Die treten auch häufiger auf, wenn man Rheuma hat. Man sagt, dass es multiple chronische Entzündungsprozesse sind, die mit der Freisetzung von Zytokinen und reaktiven Sauerstoffverbindungen verbunden sind. Das heißt wieder das Gleiche. Das Rheuma selbst wird natürlich auch ausgelöst durch ein Überangebot an freien Radikalen, nur eben in dem Fall in den Zellen, die jetzt mit Gelenken oder Muskeln zu tun haben. Also es ist immer wieder das gleiche Prinzip, was hinter den Krankheiten steht. Und auch hier sehen Sie es wieder, diese reaktiven Sauerstoffverbindungen führen zu einem oxidativen Stress, der schädigt die Gefäße, führt auf der anderen Seite aber, wenn er eben in Gewebe geht, die jetzt mit unserem Bewegungsapparat zusammenhängt, zu chronischer Entzündung. Die Ursachen der Krankheiten sind weitestgehend identisch. Was können wir nun dagegen machen? Sie erinnern sich an die Statistik am ersten Abend, wo bei 5-mal pro Woche oder mehr Nussverzehr die Lebenserwartung um mehr als 2 Jahre erhöht wurde. Walnüsse haben zum Beispiel hier auch einen ganz günstigen Effekt auf die Gefäßfunktion. Täglich Tomatenmark, gut, da geht es jetzt weniger um das Tomatenmark, aber in der Tomate sind sogenannte Carotinoide, das sind sogenannte Phytochemikalien, natürliche Stoffe, die einen antioxidativen Prozess im Körper fördern können. Und hier heißt es sogar, die Diät hat ähnliche Wirkung wie die Statine. Statine, das sind diese Cholesterinsenker. Also, das würde die Frau Schmidt sicher freuen, wenn alle Diät halten, dann würden die Kosten drastisch weiter gesenkt werden können. Eine weltweite Studie hat ergeben, der Verzehr von Obst und Gemüse, sportliche Betätigung und Verzicht aufs Rauchen verringern das Risiko für Herzinfarkt um 80%. Also, es ist immer wieder das Gleiche. Und Sie kennen schon, wenn diese 4 Dinge hier kommen, mein Zitat, was schon vor mehr als 100 Jahren gesagt wurde, Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse bilden die von unserem Schöpfer für uns gewählte Kost. Diese Nahrungsmittel, so einfach und natürlich wie möglich zubereitet, sind am gesündesten und nahrhaftesten. Es bestätigt sich immer wieder, auch bei der Arterienverkalkung und den Folgeerkrankungen, es ist wichtig, dass unsere Ernährung eben diese Belastung der Zellen verhindert. Und dass man so weit wie möglich darauf schaut, dass diese oxidativen Prozesse möglichst gar nicht erst sich auswirken können. Und da ist es auch nie zu spät zu. Man kann jederzeit sich noch umstellen und die Belastung für die Zukunft verringern. Ich hoffe, Sie haben heute so ein bisschen was über das Altern, über den Zelltod, über die Hintergründe mitbekommen.
Das erleichtert uns auch das Verständnis für unser nächstes Thema. Da geht es um das Thema Diabetes, Zuckerkrankheit und Übergewicht. Erwarten Sie von mir nicht, dass ich eine neue Diät gegen Übergewicht vorstelle. Ja, da wäre es die 135. vielleicht. Ja. Aber Sie werden wieder Hintergründe erfahren, was da sich im Körper abspielt, was man eben bei Übergewicht beachten muss, wenn man es hat, beziehungsweise auch, wie man es verhindern kann. Ich danke wieder für Ihre Aufmerksamkeit.